End. Was? Boah, wer war hier und hat meine Hühner rausgelassen? War's nicht. Nee, du warst es auch nicht. Aber ich habe langsam das Gefühl, hier lässt irgendjemand die Tiere raus. Kann aber keiner von den Welpen machen, von daher. Aber man kann meine Tore öffnen, oder nicht? Nein. Ja. Meine... Doch klar, die können ja die Türen auch öffnen. Die können nur die in abgesteckten Gebieten, soweit ich das von Phil weiß. Nein, Türen können sie auch so aufmachen. Deswegen, sonst hätten die... Die haben doch auch immer die ganzen Tore im in der Stadt aufgemacht. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt diese Tore haben. Diese automatischen. Auf jeden Fall sind jetzt hier gerade jede Menge Viecher am Rumrennen. Und das ist gerade echt ätzend. Also die die Hühner. Ja, die Hühner waren gerade, und es waren, glaube ich, 5 oder 6 Hühner waren gerade draußen. Nein, korrigiere, es waren 10. Die Hühner waren draußen, es waren gerade Karnickel draußen. Ein Huhn hat sich jetzt in eine Kiste gebackt. Du hast ja Probleme. Ein paar Kaninchen waren draußen. Finde ich nicht lustig. Oh, ich habe mich doch total verlaufen gerade. Wieso ist deine Verbindung schlecht? Weil die Tore sind zu. Du kannst ja morgen eine Woche gar nicht kommen. Das ist aber schade, Dachel. Hi erstmal. Hi. Hallo. Hallo, Dachel. Hallo. So, die Schmiede ist fertig. Was ist mein nächstes Projekt? Ein Eimer Lava. Ein was? Ein Eimer Lava. Ach so, ein Eimer Lava. Ich hab dich gerade einfach nur mega verhaspelt beim Reden. Das ist ja irgendwie. Aber das kenne ich. Ich hab gehört, du fährst heute ins Kino. Ja. Was guckst du denn? Ich wollte erst wieder da, aber jetzt gehen wir doch und alles steht Kopf. Ah, okay. Aber erst wieder da ist so witzig. Solange ohne mich nicht Paranormal Activity geguckt wird, ist mir alles egal. Warum? Je nachdem kann man vielleicht im Laufe der nächsten Woche gehen. Mhm. Bei dir ist es egal, ob es in der Woche war auch, ne? Ja, ziemlich. Also, abends geht's an sich immer, außerhalb montags. Ist Icarus Fly. So, Erik, erstmal für dich noch einen Link. Ein Viewer. Keine Ahnung. So. Upsala. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Ja, Herr Erik. Was ist das? Aber ich sehe gerade, Paranormal wird nur noch Montag, Dienstag und Mittwoch laufen. Danach ist... Oh ne, ja, das ist das Problem mit dem Dingens. Ach, verdammt. Immer dasselbe. Simon fällt immer wieder auf die Playlist von Kino ein. No. Genau, wie das letzte Mal. Zufall, alle Filme laufen nur noch bis Mittwoch. das ist aber nicht in 3D, der Film, oder? Bitte was? Ist der Film in 3D? Ja, ist er. Echt? Ja, ja klar, das ist ja das... Das ist ja der... Das ist ja genau der Punkt, warum der so gut ankommt. Geil. Sehr cool. Wird sterben, aber das ist okay. So, das war jetzt ich. Warum auch immer. Alles klar. Was, jetzt hattest du keinen Bock mehr. Na, so ungefähr. Nein, ich hatte was geguckt. Hi Schäfchen, und das hört sich komisch an. Hi. Noch so ein Pi.
Radio und ich, wir bereiten uns aufs End vor. Wir machen das doch heute nicht. Nö, aber es bedarf einiges an Vorbereitung fürs End. Ja. Also ich find's nicht ganz so krass, ehrlich gesagt. Vor allem, weil wir auch, wenn wir jetzt alleine heute reingehen würden, wären wir locker zu siebend. Also ich war schon mal im Singleplayer im End, in meiner eigenen Quatschwelt. Und da ging's auch an sich. Hey. Mit einer Eisenrüstung. Ja, deswegen, weil das ist ja das, was ich generell noch sagen wollte. Wenn man da mit so einer Horde Streamern reingeht, das ist echt... Ich glaube, der Drache wird sich da nicht so ganz freuen, ne? Nee. Oh, Opfer! Definitiv. Ja, steht halt nur, dass man da halt dementsprechend aus sein soll. Noch richtig, wenn man alleine geht. Ja. Und vielleicht mit einer Waffe reingehen, oder... Vielleicht eine Waffe. Ein paar Broten. Ja. Ein Brot erschlagen. So, ich bin jetzt mal ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Was sind Tee? Nein, ich gehe in den Keller. So. Immer zum Lachen. Zum Lachen? Ja. Bis gleich. Vielleicht bin ich ja fröhlicher. Alles klar. Wir hatten hier einen Weg runtergebaut. Naja. Und Alex, du bist wieder so voll im Backlaune. Jep. Sieht man doch. An den Bildern sieht man das, das ist richtig. Hey. Ich habe gerade Kathi und Natalie schon erzählt, das war total geil, als ich da am Backen war. Mama dann nur so, oh, ich will jetzt sofort Muffins essen. Die sind heiß und gerade erst aus dem Ofen. Warte. Ich will jetzt aber sofort Muffins essen. Die sind immer noch heiß. Müssen wir noch warten, bis sie kalt werden. Packt an. Oh, die sind heiß. Nein, wirklich. Ja, mein Gott. Du weißt doch, kleine Kinder sollst du immer entsprechend üben lassen oder anfassen lassen. Dann lernen sie aus Schmerz. Yay, mein Lieferant ist da. Boah, geil. Mit was beliefert der Bashi dich denn? Mit Warzen. Nicht nur mit Warzen, mit Lohnstäben, mit Magma-Creme, mit... atmet gerade intensiv ins Mikro. Kannst du bestimmt das Quarz für mich mitnehmen, oder? Mit, weil du eh da bist. Mit Gast-Tränen. Also mit ganz viel verrückten Scheiß. Ja, mit den ganzen Neta-Zutaten für Tränke. Es bekommt nur Alex. Danke. Ich bin so nett zu mir. Betschi wieder am Trollen? Ja, ich glaube, Betschi ist wieder am Creepen. Der hat jetzt gerade schon zweimal Phil erschrocken. Ja, ich habe ihn heute auch schon fast erschlagen. Jetzt habe ich mich ja schon wieder verlaufen. Wie geht das, Kati? Ich bin gerade da, wo unser Enddingster-Portal ist und in diesen ganzen 10 Millionen Gängen verlaufe ich mich die ganze Zeit. Warum ist da ein Zombie drin? Da wäre die Frage, ob du den Weg vielleicht ausbauen möchtest für eben ja, entsprechend. Das war ja mein Plan gewesen. Ich habe ja jetzt auch schon Truhen dahin gemacht, wo ich jetzt schon gefühlte, ich weiß nicht wie viele Stacks, ich glaube 20 Stacks Pfeile reingelegt habe. Mehr konnte ich erstmal nicht mitnehmen. Das Gute ist, ich brauche keine Pfeile. Nee? Ja, aber nee. Die anderen brauchen ja Pfeile. Deswegen, also ich kann wirklich nur empfehlen, wenn ihr den Bogen verzaubert, zu gucken, ob ihr die Verzauberung Unendlichkeit kriegt. Und da ich ja andauernd da bei Sebastian an diesem Skelettspawner bin, habe ich total viele Stacks halt Pfeile und Knochenmehl und sowas alles gemacht. Naja, klar. Deswegen dachte ich mir, dann kann ich das schon mal dahin bringen, für die es brauchen. Und dann bringe ich dann auch schon mal sowas wie goldene Äpfel, Heiltränke und sowas alles dahin. Und dann haben wir alles da und dann können wir wirklich noch sagen, so jetzt end und dann einfach nur hingehen und
Jetzt sagen, sag's, und kommt der Call. So eine Kiste habe ich bei mir jetzt halt auch stehen, wo dann die Rüstung dann reinkommt. So, so ein Horn pusten Tränke, und dann geht's los. Ja. Wo die Tränke dann reinkommen und alles. Ja. Oh, das sind drei Äpfel. Yay. War ich hier noch nicht? Irgendwer, erstens, irgendwer sollte sein Mikro vielleicht so ein bisschen verschieben. Und zweitens, Batchko wartet auf Alex und Kati am Spawn. Am Spawn, okay. Wo? Ich dachte, wenn du da bist, bringst du das kurz mit oder so. Ich? Ja, wenn du eh gerade... Hallo? Bin ich denn? Ich bin bei mir. Ich dachte, wenn du eben vom Batchko Sachen brauchst. Batchko hat meine Sachen mir geliefert und ist dann gegangen. Okay. Yay. Juhu. Ich höre schon wieder so einen scheiß Zombie in der Nähe. Wo ist das Teil? In der Regel erstmal immer hinter dir. Hinter mir geht nicht, ist zu hell beleuchtet. Doch, doch, das geht auch hinter dir, nur halt hinter der Wand. Batchko, ja, ist keine Wand. Oh, ich höre einen Gast. Weißt du, ich dachte mir so, oh, so Gastränen, die kriege ich nie. Und dann bringt Batchko mir gerade eine. Der Gast hier hat gerade leider keine Tränen fallen lassen. Simon, das ist dein Mikro. Echt? Ja. Ja. Oh. Moment. Ach ja. Und gestern noch gut nach Hause gekommen, alle. Ich bin so tot ins Bett gefallen. Ihr auch. Ja. Verstehe ich nicht. Und dann war ich um kurz nach 9 wieder wach. Vorgedöst. Alles klar, Schäfchen. Hi erstmal. Ich war 12 gepennt, also ich war weg. Ich bin um kurz nach 9 wieder wach gewesen. Ich habe auch sehr lange geschlafen. Und habe nicht mal Kaffee getrunken. So, bei irgendjemanden ist immer noch Darth Vader. Also ich kann es nicht sagen. Ich auch nicht. Guck mal bei mir. Kommt immer darauf an, wie man atmet. Nö, bei mir kann es auch nicht sein. Dachel, ich bin einfach nur ganz normal. Das ist meine autoaggressive Art gegenüber Zäunen. Das liegt einfach daran, dass ich und Zäune, wir haben eine Vergangenheit und ich komme da noch nicht so ganz mit klar. Deswegen haue ich einfach manchmal random Zäune. Ich glaube, besser kann man es jetzt auch nicht erklären. Irgendwie eine gronkische Erklärung. Guck mal, also, Schäfchen hat es soweit so. Schäfchen fasst es wunderbar zusammen. Komm her, du Erfahrungspunkt. Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, das ist nicht anstrengend. Keine Sorge, Dachel. Jetzt wollte ich mit Betschi sagen. Der spielt wieder Dealer. Bin ich jetzt irgendwie falsch gefahren? Oh, gut. Ich nicht. Ich glaube, ja, ich bin jetzt nämlich jetzt bei dir, Nathalie. Dann bist du eins zu weit gefahren. Ja, aber ich konnte doch zwischenzeitlich gar nicht anhalten. Du kannst auch einfach /spawn eingeben, dann bist du automatisch da. So. Kommt auch drauf an, wo du jetzt lang gefahren bist, von welcher Station aus. Genau, ja, richtig. Ja, dann landest du nicht direkt im Dorf. Dann brauchst du zwei Stück. Hi, let's go. Oh, er hat mir was angekotzt. Wieder da. Baby.
Kann du und das Schwein. Nee, aber irgendjemand hat sich hier ganz komisch... Was los? Was war das? Hm? Hat Betschko dich erschreckt? Nein, aber irgendjemand hat da so eine Todesfalle bei uns in die... Du wirklich reingefallen, bis dieses erstmal laut und dann immer leiser werden. Ja. Oh. Erik ist tot. Ja, tot am Spawn. Nicht so nice. Wie hast du das denn geschafft? Hast du das denn geschafft? Irgendjemand hat eine Todesfalle entsprechend bei uns im Nether gebaut. Okay. Okay. Deswegen, also ich gehe das mal direkt zumachen, weil das ist gerade echt scheiße. Kann ja dann noch, kann das nur einer von den Welpen gewesen sein, was meinst du? Nein, ich habe Gott sei Dank, wie gesagt, schnell genug Spawnen geschrieben, dass ich in der Stadt bin. Ist zwar jetzt nicht die feine englische Art, aber ganz ehrlich, da wollte ich jetzt nicht meinen kompletten Diamantkram direkt am Spawn vom Nether verlieren. Ja, klar. Wäre sehr ärgerlich, ja. Nee, weil da, das baue ich jetzt erstmal zu, weil irgendjemand hat da einfach so eine Wendeltreppe nach unten hingemacht und der letzte Stein fehlt. Da fällst du einfach nur komplett geradeaus runter in die Lava. Na toll. Oh. Ich bin mal kurz AFK. Und hier ist ein Creeper bei uns auf dem Weg nach oben explodiert, was scheinbar irgendjemand nicht repariert hat. Bei uns, Schatz? Auf dem Weg zu uns nach oben zum Netherportal. Ah. Was ist da los, ey? Leute, ihr könnt doch nicht so eine Kacke machen. Wenn ich das, also wenn mir das passiert, baue ich es wenigstens immer direkt wieder zu. Ich auch. Ja, ja, ich auch. Das ist, so ja, gehört sich das ja auch. Ja. Das ist der Anstand. Hört, hört, hört. Hört, hört, so. Ich glaube, ich baue jetzt diesen fucking Brunnen, damit ich endlich die Mitte habe. So, weil hier der Weg ist okay. Der führt zwar nirgendwo hin, aber dann... Ist das soweit wenigstens geklärt? Toll. Level 1. Ich bin extra hier gewesen, um Level zu sammeln und nicht um Level zu verlieren. Wie viel hast du verloren? 20. 20? Ja, das weiß ich. Daher danke an wer auch immer entsprechend da so blöde Gänge gebaut hat. Ganz schön mies. Ist schon ein bisschen nervig, ja. Weißt du, ich holze Bäume und ich dachte, nein, ich baue die mal weg. Du holst drüber hinweg, wie geht das denn? Kann ich nochmal machen? Ich hab gesagt, ich baue drüber hinweg. Meine Außensicht, haben? F5. Ja. Boah, ist das komisch, so zu spielen. Betschi, nee, alles gut. Ich werde mir das Level schon, oder ich werde mir das Level schon irgendwie wieder selber holen. Obwohl du so an sich dann auch nicht von Creepern erwischt werden kannst, ne? Wenn du mit der Third-Person-Sicht spielst. Kann ich doch, nicht. Doch, 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 also klar. Da kann sich ja keiner wirklich anschleichen an dich. Ja, ja. Ich mach das gerade nur, weil ich erstmal so einen größeren Überblick brauche, damit ich sehe, wie ich jetzt weiterbaue. Das ist echt komplex hier. Berlin. Einfach kann jeder. Ja. So. Nee, aber Patch, wie gesagt, vielen lieben Dank für das Angebot, aber ich werde mir die Level schon wiederholen. Das ist... Nicht unbedingt zwangsweise das Problem. Unschön, aber kein richtiges Problem. Was hast du gesagt, Schatz? Ich hab gesagt, dezente Verwirrung. Wieso? Weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das hier weitermachen soll. Also inwiefern. Was ich als nächstes baue. Baue ich jetzt den Brunnen dahin? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt dahin bauen. Gehe ich zu weit nach hinten in die Winterinsel rein?
Und wieder ein Pikmin getötet. Bleib mal hin. Jetzt kommen seine Freunde an. Bitte? Jetzt kommen gleich seine ganzen Freunde an und Verwandten an. Du hast unseren Bruder getötet. Was sollen sie mal machen? Dafür mache ich es ja auch, dass die angelaufen kommen. Das Haus im Nether hat jetzt auch noch groß keiner weiter beachtet. Nicht, nicht schlimm. Ja, 7:30, ne? Ja. Gleich schon weg. Das ist ja krass. Ja? Mies! Das auch. Das auch. So. Schön zumachen hier. Er mochte mich nicht, deswegen habe ich ihn getötet. Penner. So. Tipp. Schatz, wolltest du bei uns bei dem großen Baum nicht auch so eine Art kleine Vorposten draufbauen? Ja. Das soll ich dir auch nach wie vor lassen, ne? Also wenn du dich dran versuchen möchtest, mach ruhig. Ich versuche mich nicht dran, ich mache das einfach. So geht das. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist immer besser als kein Selbstvertrauen. Prinzipiell richtig. Opa. Ist die Selbstvertrauen auch nicht gut. Wenn man quasi sich zu selbstsicher immer ist. Nee, nee. Muss also so ein Mittelmaß sein. Was ist eigentlich hier mit? Gibt es noch irgendwas, was ich hier groß bearbeiten muss? Ich glaube nicht. Nö. Das weiß ich nicht. Also von oben eine Treppe runterbauen, das ist ein bisschen blöd. Geht, ist aber nervig. Ich weiß gerade nicht, wie ich das am besten hinkriege. Wieder zurück. Diesmal habe ich auch Schilder mitgenommen, damit ich den Weg markieren kann. Das ist doch schon mal gut. Ich habe gerade total lange gebraucht, um das zum ersten Mal irgendwie wiederzufinden. So. Habe ich den Brunnen auch so, nicht den Brunnen, sondern den Pool auch so ein bisschen verfeinert noch, dass der Boden jetzt einheitlich ist. Nee. Baby. Zurück. Und weiß einer, woran Phil gerade wieder bastelt? Alter, irgendwann, ne? Komm mal, komm mal. Jetzt bist du fällig. Hat Betschi dich wieder abgecreept? Ja, schnell.
Sei nett zu meinem Dealer. Was gibst du deinem Dealer eigentlich dafür, dass er dealt? Oder sagst du einfach, ach, du bist mein Dealer, das machst du schon? Essen. Krass. Wenn ich was habe, dann ist es Essen. So. Na los. Ach, na los. Dachel, du weißt doch, der Nightbot mag nicht so lange Nachrichten. Ich verfolge Phil einfach mal. Gerade im Blickfeld? Hm. Also er baut scheinbar weiter einfach an den erweiterten Hütten. Oder was auch immer das jetzt hier wird. Bin mir nicht so ganz sicher, was er hier macht. Aber ich lasse ihn einfach mal machen. Oh. Ja, auch schon hier ziemlich schick. Hm? Wird großes Haus mal gerade von innen betrachtet. Ich gehe auch mal zu Betschis Haus. Und schaue mich dann auch mal einfach ein bisschen um, was dann in der. Generell in der Welpenwelt. Betschi hat doch extra Platz da. Ja. Quasi bei meinem Haus dahinter. Ich weiß, aber. Ja, das ist nicht in der Welpenwelt. In der Welpenwelt will ich auch gucken. Ich muss jetzt gleich essen. Ich auch. Und ich gleich ausbauen. Dann sind gleich einfach alle weg. Oh, wir sind noch da. Und spielen gleichzeitig. Ich kann sagen, wir haben echt noch vor dem Stream gegessen. War vor dem Stream nicht zu Hause. Mach mir eben Brötchen. Alles klar. Sturzgefahr, lebensgefährlich. Oh, das... Simon? Hm? Was wird das, was du hier versuchst zu bauen? Wird das ein Bergwerk? Ja, ehrlich gesagt schon. Guck mal, da habe ich doch sofort erkannt, was es werden wird. Das ist. Spricht für deine Bauweise. Das Sprengstoff, den ich immer brauchte. Ah. Das Loch da reinzusprengen in den Berg. Ich verstehe. Da habe ich noch einiges vor, ja. Oh Gott. Suizidale Selbstmordschweine neben mir. Auch hier echt ein riesiger Berg, kann das sein? Direkt hier bei Batschkos Haus echt so ein gigantischer Berg. Ja. Ja, der ist richtig geil. Den wollte er als Aussicht, also so zum Gucken haben. Betschi hatte das Gebiet hinten links, ne? Beim Berg dann. Bei der grünen Sonne, genau. Ja. Genau. War schon ein recht großes Haus entstanden mittlerweile. Weil ich glaube, Batchys Sachen sind bislang noch gar nicht. Hallo, Spinne. Ja, den Berg erkunden. Bis gleich. Bis gleich. Unterm Berg nach Minen gesucht? Oder nach Höhlen gesucht? Nee.